Meine lieben Grombeck und Guldini-Fans, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt hier. Grombeck und Guldini heißen euch recht herzlich willkommen. Und ja, nun, wir sind hier angetreten, um Trucker-Millionär zu werden, in den Trucker-Himmel zu kommen. Und wir sind jetzt bei 18.577 Pfeifen. Das ist nicht viel, aber das ist mehr als nix, ne? Und ganz kurz mal gucken hier, Radio, ne? Glaube ich, machen wir hier, das ist, so, pass mal auf, da geht das da weiter her. Pass mal auf, hier so, gute Sache das. Ist. Okay. So, dann guck mal, wir brauchen einen neuen Auftrag, Freunde. Das ist auf jeden Fall eine amtliche Sache. Auftragsangebot, gucken wir uns mal an. So, genau, wir lassen uns anstellen, wie gehabt, ne? Hat sich nicht dran viel dran geändert, ne? Weil wir sind Guldini und Grombeck, Grombeck und Guldini. Und das ist, wie soll ich sagen, wir sind chronisch pleite, ne? Für die, die jetzt neu an Bord sind, ne? Erstmal hallo und Grombeck und Guldini geht zurück auf Theo gegen den Rest der Welt. Ein schöner Trucker-Film, den ihr auch auf YouTube finden könnt, muss ich immer wieder darauf hinweisen, denn der ist wirklich geil. So, pass mal auf, wir lassen uns anstellen, was gibt's denn jetzt hier so an schönen Dingen? Wir können hier Sporn plotten. Naja, genau, haben wir letztes Mal schon mal, glaube ich, geguckt, ne? Sporn plotten, fahren wir Sporn plotten. Das gibt auf jeden Fall die meiste Asche bei den Sporn plotten. Erbsen, wir können auch Erbsen fahren nach Belgien. Ich will erstmal nicht so ganz lange Strecken fahren, das machen wir dann auf jeden Fall auch noch, ne? Das Let's Play ist ja gerade, ich glaube, das ist die 7. Folge, die heute kommt und beziehungsweise die ich jetzt gerade mache. Nach Metz, wir machen mal. Ja, fahren wir Spanplatten. Der Truck, der sieht ganz geil aus irgendwie. Den haben wir noch gar nicht gehabt. Einen weißen hatten wir noch gar nicht, ne? Erbsen, also wie Erbsen sind. Wir nehmen mal hier an, das ist Fahrzeit 2 Stunden 40 Minuten. Das sollten wir doch hinkriegen. Müssen wir aber nehmen wir mal an. Fluppdiwuppdi, genau. Nehmen wir an. Nehmen wir an. Auftrag annehmen. So, meine Leute, dann kann das auch schon losgehen. Was ist das für ein Wagen? Ich kenne das Zeichen nicht, das Symbol nicht. Da muss man übrigens, habe ich bei den Trucker-Vokus, die ich so gelernt habe, gesehen habe, gelernt, da müssen die Fahrer ihre Karte reinstöpseln. Ne? Wie eine EC-Karte, die muss da rein. Ne? Wenn du die nicht hast, dann kannst du keinen Truck fahren. Ne? Ganz einfache Sache. So, haben wir schon angefangen. Mal ganz kurz hier. Das sind Spanplatten. Das sind Container. Da sind Spanplatten drin. Aber wahrscheinlich hier solche Dinger da. Ne? Ich weiß es auch nicht. Ist das Ding ein bisschen länger als normal? Egal, Kai, pass mal auf, ne? Das ist auf jeden Fall jetzt hier, weiß ich nicht, ist das ein Majestix? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so wirklich aus. Wo müssen wir hin? Also, der Pfeil sagt rechts. Ich starte mal den Motor. Ist wieder nur halb voll. Das ist wahrscheinlich immer so, wenn man nur ein bisschen durch die Gegend fährt. Weiß nicht, müssen wir rechts? Wir gucken. Ja. Man hat mir auch gesagt, dass die Folgen doch recht lustig seien. Allerdings, man würde über mich lachen. Das finde ich gut. Solange ihr lacht, ist mir das egal, ob das über mich ist oder mit mir. Das ist mir total egal. Nein, war natürlich Spaß. Also ein paar haben schon echt Spaß gehabt an der ganzen Scheiße, ne? Die ich hier so verzapfe, ne? Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, das sieht aus wie ein Ausgang. Finde ich gut. Ja. So, ich habe ja letztes Mal ein bisschen was über meine Autos erzählt. Einen hatte ich vergessen. Ich hatte noch irgendwann zwischendurch meinen, bevor ich die gute Kelly hatte, habe ich ja von erzählt, meinen 100 PS Karren, ne, Opel Rekord, hatte ich eine, noch einen Ford Escort. Das war, ja, der gefiel mir nicht ganz so. Also den habe ich nicht so wirklich geliebt, warum auch immer. Der hat mich auch relativ früh verarscht. So, wir müssen da rechts. So, Moment, ich guck mal ganz kurz. Okay, da kommen wir da durch. Okay, Moment, ganz kurz halten. Muss mal kurz schauen, ne? Ich schaue nach rechts bzw. nach links. Oh Gott, da kommt ein Riesentrucker, da müssen wir schauen, müssen wir aufpassen, ne? Komme ich hier auch irgendwann mal raus oder muss ich mich einfach stumpf reindringeln? Freunde, da komme ich ja nie rein. Müssen wir blinken als erstes mal? Und das sollte man machen. Ihr wisst, ich vergesse das gelegentlich mal ganz gerne. Aha. Okay, ob der uns. Ne, da ganz schön Speed drauf, ne? Die haben aber alle ganz schön Speed drauf. Freunde, ich will ja noch irgendwie weg. Und zwar heute noch. So, nach dem Roten, ne? Nach dem Roten fahren wir los, egal ob es Tote gibt, ne? Nach dem Roten gibt das Toten. So, pass mal auf, jetzt hier, genau, wumm. Muss ich hier aushalten, dass ich hier nicht, da in. Boah, Freunde, habt ihr gesehen, wie knapp das wieder gewesen ist? Das ist ja unglaublich, das ist ja einfach unfassbar. So, okay. Da vorne müssen wir dann gleich, Moment. Ich
knipst mal hier auf den, dann muss ich nur das Ding runter machen, damit ich schöne freie Sicht habe und ihr, ne, die hässliche Fratze hier in der Mitte, ne, von Grombech und Gordini dann auf dem Lenkrad und dass ihr ein bisschen die Armaturen sehen könnt. Das ganz ausgeklügelte System hier vorne, das ist aber sowas von fein, ne? Und ausgeklügelt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich so Leipzig. Wo müssen wir noch mal hin? Ich hab's schon wieder vergessen, Freunde. Glaubt mir oder nicht, ich hab's schon wieder vergessen, wo wir hin müssen. Wir müssen nach Rostock, super. Leipzig, Rostock. Also wir bleiben im Osten treu, ne? Das ist so wuppdiwappdi. Okay. So, da geht das. War das die Hupe? Ja. Oh. Coole Hupe, ne? Das ist vom Allerfeinsten. So. Ich hoffe, die sind jetzt nicht einfach losgefahren, weil ich hier gehupt habe. Das fände ich nicht gut. Das, so, wir müssen rechts, glaube ich, ne? Oh, da geht's auf die Bahn. Ja, pass mal auf hier, du Tröde! Na, hier mit deinem NOV da, ne? Das ist hier, und jetzt eh rot, ne? Ja, die gar nicht hupen brauchen, ne? Das ist. Habe ich ja das letzte Mal den Leuten auch vorgeworfen, die gehupt haben, ne? Weil ich da irgendwie rumgeträumt habe in der Gegend, ne? Und dann einfach irgendwie stumpf stehen geblieben bin. Ich glaube, ich hatte mal wieder meine Ladung verloren. Das kommt gelegentlich vor. Apropos Ladung verlieren, müssen wir ganz kurz hier. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja, das lassen wir mal so. Können wir hier den Auftrag können wir hier irgendwie gar nicht sehen, ne? Oh, das war der. Wieso habe ich den Scheibenwischer jetzt angemacht? Moment. Wollte ich doch gar nicht. Ah, da ist er wieder aus. Okay. Bin ich gar nicht dran gekommen. Wahrscheinlich versehentlich. Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Ja. Okay, hier darf man 50 fahren. Das werden wir auch ausreißen. Wir haben schon 37 geschafft. So, okay. Pass mal auf. Da müssen wir jetzt. Navigation. So, Leipzig, auf Wiedersehen. Okay, man hat mir auch gesagt, ich fahre wie eine besenkte Sau. Ne? Missy Deluxe, vielen Dank. Ich weiß, ne, du magst meine Fahrweise. Aber ja nun, Missy, das kommt vor. Das bleibt nicht aus, ne, wenn man Spielkind 45 heißt und da so ein Gamepad mit ganz viele Knöpfe dran hat. Oh, ich muss aufpassen. Das Ding ist aber auch, dass ein Trakt, wie viel fahre ich? Moment, ich fahre 82, ist ein bisschen schnell. Sind auch, glaube ich, letztes Mal geblitzt worden, die Schweine. Ne? Und müssen wir hier rein? Ja, wir müssen hier rein. Müssen wir mal blinken. Wie viel fahre ich? Okay, das kriege ich aber hin. Jetzt geht's eh bergauf. Da schaffen die LKWs meistens eh nicht so viel. Obwohl, der zieht ganz gut. Der ist auf jeden Fall, ne? Majestix gefällt mir, ne? Kollege. So, sehe ich da irgendwen kommen? Okay. Gut. Und jetzt, wo muss ich jetzt hin? Moment, wir bleiben erstmal hier auf der Spur. Auf der Spur, hä? So, Dresden, Magdeburg, Erfurt. Okay, da. Boah, ich darf nirgendwo hingucken. Jetzt machen wir noch voll Scheiße, Freunde. Es gibt bestimmt bei euch ein paar Leute, die schon mal einen Truck gefahren sind. Ist das echt so, dass die Karre so unruhig auf der Straße liegt, dass wenn ich nur mal nach rechts oder links schaue, dass das sofort irgendwie verreist? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. So, pass mal auf. Müssen wir hier runter? Ne, wir müssen hier. Fuck! Naja, tut mir leid, das war. Wie viel Schaden haben wir? Ich weiß, ich will es gar nicht wissen. So, pass mal auf. Ja, das ist das Problem. Ich komme mit diesem scheiß Navi nicht klar. Das ist leider ein. Das ist. Ja, ihr kennt das nicht anders. So, pass mal auf. Wollen wir ganz kurz mal gucken? Okay. So, im Hintergrund eine schöne Monkey Island Musik, ne? Wenn ihr die irgendwann mal satt seid und was anderes hören, Freund, hören wollt, Freunde, dann müsst ihr mir das sagen. Dann machen wir da mal ein bisschen was anderes rein. Ihr habt noch ein paar Angebote, ne? Die hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ne? Aber wie viel fahre ich jetzt eigentlich? 89. Ich glaube, es ist ein bisschen schneller, ne? Ich gehe mal vom Gas, jetzt geht es ja hier bergab, ne? Da kann ich mal ohne Gas ein bisschen Sprit sparen, ne? Wobei ich glaube, ich habe beim Sprit sparen doch ein bisschen so gelevelt, ne? Irgendwie, ja, hab ich ein bisschen geskillt, ne? Wie man heutzutage im Fachjargon so sagt, ne? Und das war, ne? Weil ich mich ja in der Regel der Fälle meistens verfahre, ne? Und mit einem Verfahren, das ist mal so eine Sache, da brauchst du viel Sprit an Bord, wenn du dich, ne, dann verfährst. Denn das ist nicht ganz so krass, ne, wenn du die Scheiße im Griff hast mit der Sparerei. So, pass mal auf, das ist ein schöner Trecker, der da steht, der ist aber gerade irgendwie nur als zwei. Die stehen da nur so locker rum und denken sich, sehen sich nichts dabei. So, das war ganz schön voll, die Bahn, oder? Wie viel Uhr haben wir es denn hier? 21.35 Uhr? Ach, da muss ich wahrscheinlich da sein, oder was? 4 Stunden. 17.05 Uhr, wir haben 17 Uhr, okay, das ist natürlich Hauptverkehrszeit, ne? Da ist auf den Autobahnen schon mal ein bisschen was los. Ja, ich hatte ja, glaube ich, schon mal erwähnt, ne, wenn so eine Folge zu Ende ist, ne, dauert ja in der Regel eine gute halbe Stunde, ne? Da bin ich durchgeschwitzt, Freunde. Ich schwitze hier, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil das ist hier so, das ist alles, für mich ist das gar nichts, weil, ne, normalerweise, ne, ich denke immer mit jedem, auch der Bums, den wir gerade da gebaut haben, pass mal auf, Kollege, kannst du ein bisschen Gas hier geben? Das ist für ein Scheiß. Fahren wir 85. Alter!
mir rüber, weil den Stricher will ich ganz gerne mal überholen. Also einen Quatsch können wir nicht machen, ey. Aber ich glaube, hier überholen, nur wie schnell die da alle ankommen. Ne, ich glaube, das lasse ich besser mal. Das mal gesehen, wie es draußen so aussieht, weil das Wetter ist ja wirklich schön, im Gegensatz zum aktuellen Wetter, ne? So, pass mal auf, kann ich den jetzt hier... Oh. So, hier, ne? Kampf der Giganten, Kollege, du fährst mir ein bisschen zu langsam, ich hab Termine. Ne? Wir können ja jeder machen, was er will. Das ist ein Kennzeichen, kann ich nicht lesen. So, soll man den Brummi da auch gleich platt machen? Das Elefantenkampf, ne? So heißt es ja auch immer auf den Autobahnen, wenn die Brummis sich gegenseitig überholen, ne? Was fahre ich eigentlich? 89, ja, das ist doch mal eine stramme Leistung, ne? So, pass mal auf, Kollege. Dich mache ich jetzt hier noch platt und dann gehe ich wieder rüber. Der bremst, ne? Wer bremst, verliert, ne? Okay. So, mal ganz kurz gucken. Ich habe nicht geblinkt, Freunde, ne? Das habe ich gemerkt, aber ich habe es ignoriert. So, pass mal auf, wo muss ich ihn jetzt... Oh Gott, da vorne wird schon wieder grün. Ihr wisst ja, diesen scheiß Navi, den kriege ich nicht hin. Das ist irgendwie eine Sache, die ich nicht verstehe. Nach Navi, ich fahre lieber Gefühl und, ne? Da ist schon wieder so ein kleiner Schleicher. Ich habe es auch nicht auf die Schilder geguckt, sondern nur auf meinen Navi. Muss ich hier runter? Ich glaube. Wieso bremst du, du Penner? Was? War das ein Kölner? Hat er denn K drauf? Ich hab nichts gegen Kölner. Aber ich bin Fortuna-Fan. Nee, das ist ja. Aber egal, pass mal auf. Aber ist mir richtig, ne? Ich glaube, wir sind richtig. So, pass mal auf. Dann blinke ich jetzt direkt, Mann. Ich bin brav. So. Ich drücke dann immer einmal auf den anderen Blink, aber so muss ich wieder vom Gas gehen. Und ihr wisst, das mache ich nicht so gerne, ne? Weil ich habe Termine, ne? Also es ist Zeitdruck und so, ne? Ist bei dem Trucker eine ganz zentrale Angelegenheit, Freunde. So, was steht da jetzt drauf? Dresden, Hamburg. In Hamburg würde ich gerne, aber ich kann nicht nach Hamburg, weil ich glaube, ich muss nach Rostock. Scheiße, was? Rostock, Freunde? Ich habe es schon wieder vergessen. Dresden, Hamburg. Gut, dass da jetzt keiner gekommen ist, sonst hätten wir wieder einen Crash gebaut, ne? Weil ein Spielkind 45 mit der Navigation nicht klarkommt, ne? Das gilt aber nur für Autos. So, okay, was fahren wir? Wir fahren 89. So, okay. Jetzt kommen sie wieder reingeballert. Das ist mein letztes Mal, glaube ich, auch einer reingefahren, ne? Ich fahre mal dezent rüber, blinken, ist was für Angebe, ne? So, da wird es schon wieder grün. Verdammt, das kann ich nicht mal eine Strecke fahren, wo ich einfach nur fahren kann, wo ich mich nicht nach dieser grünen Scheiße hier richten muss. Das ist unglaublich, ey. So, pass mal, was geht das hier nach Berlin? Rostock, wir müssen geradeaus. Fuck. Wir müssen doch geradeaus. Ja, klar, wir müssen nach Rostock. Das habe ich aber gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Eigentlich in Berlin würde ich auch ganz gerne mal hinfahren, aber... Das ist, wie gesagt, nicht... Ich bin schon... Kollege, ich überhole dich mal ganz kurz, ne? Das ist... Pass mal auf, ich gehe da mal wieder rüber. Ich blink sogar richtig. Was war denn jetzt schon wieder? Unfall, habe ich das... Der war doch schon weg, oder nicht? War vorne jetzt mal ohne Scheiß. Das muss ich aber beim Rendern nochmal gucken. Weil der war doch eigentlich schon... Da war ich doch schon vorbei, oder nicht? So, wir müssen hier schon wieder rüber. Mann, das ist viel zu anstrengend hier. Also Autobahn, das ist nichts für mich, ne? So, aber ohne Scheiß, Freunde. War ich da noch nicht dran vorbei? Ich meine, ihr habt das besser im Blick als ich, ne? Weil ich fahre den Scheiß hier... Und. Ja, sehr mysteriös. Ich blink mal. Da ist auch keiner gewesen, ne? Da kommen sie wieder alle, ne? Eure Karren hier, ne? So, pass mal auf. Wir haben noch 2 Stunden, 156 Kilometer. Das ist noch ein bisschen Zeit. Da können wir uns jetzt mal ganz gemütlich machen. Der UFO-Man hat übrigens gesagt, er kann die Lautstärke der Musik über sein Lenkrad steuern. Das kann ich mit meinem leider nicht. Ich wüsste zumindest nicht, wie es geht. Ich müsste mir das mal vielleicht auf die Tastatur legen, aber ich komme ja schon nicht klar, wenn ich nur irgendwie woanders hingucke, dann kriege ich ja schon irgendwie, ne, hier. Was soll ich sagen? Das ist mir egal. Da kommt eine Parkaktion, was sagen? Ein bisschen müde sind wir, aber nicht wirklich viel. Ich glaube, ich fahre ein bisschen schnell, aber wir haben immerhin, ne, das. Wieso 2 Stunden? Hat man nicht eben 1 Stunde? Bin ich schon wieder falsch, oder was? Freunde, haben mich verfahren, oder was?
Oder wir waren eben gleich auf 2,5 Stunden. Ah, okay. Ich bin schon, wie gesagt, so nervös bin ich, wenn ich in der scheiß Bockkiste hier sitze und dann. Aber es ist schön, ich weiß nicht, was ist das, ein Majestic? Ich darf echt nirgendwo hingucken. Wir fahren jetzt geradeaus, ne? Das wäre eine ziemlich fatale Angelegenheit gewesen. So, aber ich habe halt einen Gasfinger, ne? Der drückt permanent durch. Ne? Das ist bei Rocket League auch so, deswegen kann ich das Spiel auch nicht spielen, weil ich permanent auf dem Vollgas bin und da kann es keinen Blumentopf mit gewinnen. So müssen wir geradeaus. Da wird es schon wieder grün da hinten. Mal ganz kurz auf die Schilder gucken. Rostock geradeaus. Hamburg-Kiel weg. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich wieder rüber, ne? Wir fahren schon mal rüber, weil, ne, wer uns wegdrängen will, der muss sich schon anstrengen, weil wir sind ziemlich stark. So, okay. Was ist das für Lichtverhältnisse hier? Ich sehe. Ey, schon wieder so eine verfickte Geschwindigkeit. Ach, das sind immer das. Okay, das kann man sehen, diese verdammten Brücken mit diesen komischen Dingern drin. Pass mal auf, Alter, ich habe schon ein Ticket, also ich puste dich von der Bahn. Diese komischen Brücken mit diesen komischen Teilen da dran. Daran sieht man immer, okay, dass geblitzt wird. Hat schon wieder fast 550 Pfeifen gekostet. Verdammte Kacke. Ich glaube, so viel Gewinn machen wir in der Folge nicht, ne? Aber ist egal. Wir hatten wenigstens Spaß. Ich zumindest. Beziehungsweise, ne, Spaß nicht wirklich, weil ich muss mich immer so anstrengen und konzentrieren. Kann ich jetzt hier rüber? Da kommt denn jetzt keiner? Okay. So, meine Leute, das ist alles, das ist ganz schrecklich. Das ist, Jetzt wird der Typ auch noch müde. Wie kann er am helllichten Tag müde werden? Das ist. Gut, es ist 7:15. Ich meine, ne, da fange ich den Tag normalerweise erst an. Okay. Okay, ich glaube, ich sollte das lassen. Ne? Da wieder runter. Damit ihr was seht, ne, von den Armaturen. So. So. Ist das so gut? Ist das so gut? Müssen wir sagen, ist das gut? Schreibt mal in die Kommentare, ob das so gut wäre. Bis morgen, Freunde. Okay. Wir haben nur 1 Stunde 14, das kriegen wir hin. Das sind noch 76 Kilometer. Wenn ich jetzt Vollgas gebe bis zum Rest der Folge, ne, ich habe eh einen schlechten Ruf, ne, gesenkte Sau und so, ne. Aber da kann mir das hier, ne, ist der Ruf erst ruiniert und so weiter. Ihr kennt das Spielchen so. Aber ist die Bahn eigentlich relativ leer? Wie kann denn die Bahn hier um 7:30 so leer sein? Ah, da ist wieder eine, die, sind die Sonnenblumen, die wieder lärmgeschützt sind. Lärmgeschützte Sonnenblumen sind eine feine Sache. So, pass mal auf, okay, geradeaus, ja. Ja, ich weiß auch nicht, so, ihr könnt ja mal generell in die Kommentare schreiben, was ihr mit dem Spiel noch so vorhabt, ne, was ihr so gerne sehen möchtet, ne, was ihr von mir erwartet, ne, noch mal ein paar Crashes sehen oder so. Wir sind natürlich im Aufbau, ne, ich möchte ja schon so ein kleines, sagen wir mal, Grundsümmchen zusammen mir erfahren, damit wir dann irgendwann auch mal eine eigene Karre kaufen können, ne, wobei ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, wer gefällt mir eigentlich ganz gut hier, das ist ein Majestic oder was weiß ich hier, denn, oder ist das ein Renault, ich weiß es gar nicht, das mit diesem Löwenkopter, ne? Prinz Löwenherz oder Eisenherz oder ich weiß nicht. Und der fährt sich eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen. Auch bergauf hat er ein bisschen was auf dem Kasten, ne? Also hat sich schon, ne, Mühe gegeben, das kann man so sagen. Und insofern. So, was ist das denn jetzt hier? Ah, okay. Ich dachte, das wäre irgendwie. Ich dachte, da geht's. Jetzt fahren hier wieder alle so langsam. Freunde. So. Da würde ich gerne mal die Wand lang fahren. Das ist bestimmt. Also das Speed-Ticket, das ist okay. Damit kann ich leben. Ne? Schöne Würstchen wieder auf dem Heu liegen. Aber mit dem Speed-Ticket, mit dem Unfall, das habe ich nicht verstanden. Also ich habe gedacht, ich wäre schon vorbei. Habe ich echt gedacht. Aber habe ich letztes Mal auch gedacht. Und ja nun, das ist nicht denken, schenken. Ihr kennt das ja. Und insofern. Ne? Was fahren wir? Wir fahren 79, aber kann man noch ein bisschen Gas geben. Pass mal auf, Kollege, du bist leer. Du kannst eigentlich ein bisschen Rotz geben da. Zwei Leere. Oh, da wird es wieder grün. Ich glaube, ich überhole die mal besser nicht, die Jungs. Aber Rostock waren wir schon mal, ne? Freunde, sag mal, waren wir schon in Rostock? Ich glaube schon, ne? Boah, sonst ist gleich das ganze Fenster wieder blockiert, ne? Willkommen, das erste Mal in Rostock. Dann siehst du nichts, ne? Und schwuppdiwappdi hast du einen Unfall am Arsch, ne? So, ich glaube, wir müssen jetzt hier runter, ne? Wir blinken schon mal, Freunde. Blinken kann man nie früh genug, ne? Auch wenn das mal 10 Kilometer vorher sind, das macht gar nichts. Aber ich glaube, so man hier die Abfahrtdinger sieht, ne? Was steht da drauf? 200 Meter. Da kann man, glaube ich, schon mal blinken, ne? So, gehen wir ein bisschen mal vom Gas in 77. Oh, 72. Ja, ich roll da jetzt mal ganz gemütlich runter, Jungs. Ne? Da können die nichts. So, hier ist die Bahn auf jeden Fall zu Ende. Sind wir schon in Rostock? Moment.
Ja, wir sind schon in Rostock. Prima. Wo müssen wir jetzt hin? Oh, ich fahre ja kreuz und quer. Ihr kennt das, ne? Hör auf zu blinken, Alter, habe ich gesagt. Ja, da geht das Stettin. Genau, in Rostock waren wir schon mal, ne? Das ist gut. Dann kommt jetzt diese Bimmelbommelei nicht rum. Das ist prima. Wir müssen hier, glaube ich, links. So, da kommt keiner. So, ah, okay. Können wir auch schön stehen bleiben. Ne? Macht gar nichts. Links so richtig. Ja, warte. Na, Kollege, alles easy? Ist das eine Ische? Ich glaube, das ist eine tolle, ne? Eine LKW-Fahrerin. Da gibt es auch einige von, ne? Und Mann, ne? Ich hatte auch eine Bekannte, ne? Die fuhr alles. Die fuhr LKWs vom Allerfeinsten. Oh, ich glaube, ich habe grün. Ich habe es gar nicht gesehen. Die fuhr aber auch Bagger und richtige fette Kranwagen, ne? Das war mal ein richtig bonnig krasses Mädchen, ne? Das sind die und das vom Allerfeinsten, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Blinken, weg. So. Wo müssen wir hin? Ich weiß, ich habe schon wieder vergessen, wie die Firma heißt. Jetzt sagt er auf jeden Fall erstmal Grados. Das Ding ist, ich weiß ja gar nicht, ob ich gleich von vornherein sage, ich kriege das mit dem Einparken eh nicht hin. Wir lassen das mal, aber wir gucken mal, Freunde, wir gucken mal. Haben wir nur ein paar Holzpaletten drauf oder so? Ich weiß gar nicht, ne? Wo muss ich denn jetzt hin, Freunde? Oh, ich muss umdrehen. Wieso habe ich denn irgendwas? Okay, da habe ich wahrscheinlich die Einfahrt verpasst. Aha. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir irgendwo drehen können. Okay, was machen wir? Wir machen jetzt hier einen radikalen Turn. U-Turn mit dem Truck haben wir, glaube ich, schon mal gebracht. So, pass mal auf. So, Moment. Machen wir hier. Rote Ampel. Aha. Pass mal auf, Alter. Ich bin stärker. Ich würde es nicht machen. Da fährt der Penner da echt rein. Und die muss ich für eine Bahn schieben, du Arschloch. Da sehen die, dass da einer ankommt, ne? Und nix. Einfach Gas geben. Ich hab recht. Ich hab grün, ich hab recht. Das sind mir die Liebsten. Ich hab grün, ich hab recht. Als Fahrradfahrer ist das immer besonders geil, ne? Da ist den Autofahrern teilweise echt egal, ob da ein Fahrradleben auf dem, ein Fahrradfahrerleben auf dem Speed steht oder nicht. Ist denen total egal. Ich hab recht. Aber ich glaube, das ist auch typisch deutsch. Wollen wir, vielleicht nicht typisch deutsch, vielleicht gibt es das auch in anderen Ländern. Ich kenne es nur aus Deutschland, weil ich da eine Fahrrad fahren tue. Ne? Tun die Handwerker. Mann, das gibt ja eine reine Pleite-Scheiße hier. Aber wo muss ich denn rein? Warum hat das Navi mir vor allem nichts angezeigt? So, da sehe ich die Fahne. Ist aber hier ist zu. Ist es jetzt hier? Okay, da scheint es offen. Okay, da müssen wir wahrscheinlich da rein. Na gut. Okay, es war natürlich echt eine sehr verlustreiche Folge. Das war eine sehr verlustreiche Folge. Ne, probieren will ich das. Liebe Leute, seid mir nicht böse. Ich quäle euch jetzt wieder mit der Scheiße, dass sie hier das Spielkind 45 vorne und hinten nicht einparken kann. Aber ich muss das doch irgendwann mal lernen, Freunde. Also, ne? Wenn ich die ganzen anderen Let's Player so sehe, die richtig guten, ne? Die gucken sich das einmal an, ne, und dann... Habt ihr das Schild fallen gesehen? Okay, pass mal auf. Moment. Okay, das ist eine optimale Ausgangssituation, finde ich. Nun, das ist, Ey, das war falscher Knopf. Ich wollte zurück. Also vorwärts könnte ich den einpacken, da hätte ich kein Problem mit, ne? Aber irgendwie rückwärts ist das irgendwie... Okay, wir heizen zwar hier mal ein bisschen rum, ne, Freunde? Ja. Ich möchte jetzt erstmal ein bisschen hier Spaß haben. Denn Spaß ist das Wichtigste auf der Welt, ne? Sagen die mal alle, ne? Okay, so, jetzt gucken wir uns den Scheiß mal an. Also, der Sven hat gesagt, wenn ich nach rechts will, muss ich links lenken. Aber ich weiß nicht, will ich jetzt nach rechts oder will ich nach links? Ich glaube, ich fahre mal so, ganz vorsichtig. Das war die falsche Seite, Moment. War die falsche Seite so. Schnauze, jetzt nicht. Moment, stopp. Stopp. Wo sind jetzt die Lenkräder? Moment,
Ich glaube, ich muss jetzt, so. Nein. Okay, das habe ich jetzt gedacht. Moment, wir fahren jetzt mal ganz kurz ein Stück vor. So, jetzt ein neuer Ansatz, neuer Versuch. Freunde, dürft mir nicht böse sein. Ich muss das ja irgendwann mal lernen. Ne? Und vom Ignorieren, ne? Bin ich jetzt richtig? Ne? Gerade. Okay, jetzt probieren wir das nochmal. Das heißt, ich muss das, glaube ich, nach so lenken, ne? Ich muss, glaube ich, nach so lenken. Ein bisschen. Falscher Knopf, Entschuldigung, falsche Richtung. Ne? Das ist doch verkehrt. Ja, ich glaube, es ist doch verkehrt. Dann fahren wir mal vor. Nein, vor! Vorher! Okay, jetzt steht eigentlich relativ günstig. Und jetzt, also ich will nach rechts, dann muss ich nach links. Ne, ich will nach links, dann muss ich nach rechts, oder? Das war eben schon falsch. So, dann nehme ich das mal ganz dezent zurück. Und ich sag gerade nicht viel. Ihr merkt das, ne? Ich meine, ihr findet es wahrscheinlich nicht viel, aber das ist. Okay, das ist jedes Mal das gleiche aufs Neue. Na, Moment, stopp hier. Ja, Moment, na, das war die falsche. Da, so. Okay. Also, ich will jetzt nach da, dann muss ich nach da lenken. So, machen wir mal. So, stopp. Lenk gerade mal einmal kurz rum. Ist ein bisschen nach vorne. Nein, das war nicht der falsche Knopf wieder. So, und jetzt nochmal. Erstmal zurück. Nein, stopp. Das war schon wieder scheiße. Okay, ich will jetzt nach da, dann muss ich nach da. Andersrum denken. Andersrum denken, Freunde. Gar nicht so leicht. Jetzt will ich nach, ich weiß nicht, wo will ich hin, nach rechts und muss ich nach links lenken. Hat Sven gesagt, er sagt immer, geh wieder zurück. Ich muss ein bisschen zurückfahren. Ja, das stimmt schon mal. Schnauze. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Fast daneben, parallel, aber das reicht nicht. Also sagen wir es mal so, ich glaube, das ist jetzt der beste Versuch, den ich irgendwie hatte. Wir brechen das trotzdem mal ab, ne? Denn wie gesagt, sonst sitzen wir ja noch 2 Stunden. Das will keiner von euch sehen, das will keiner von mir sehen, sowas haben wir gemacht. 5000. Wir haben Abzug für Schäden 2%, 344, okay.
Fähigkeitsrang 1. Wir sind immer noch Neulinge. Da kann ich mit leben. Ey. Aber gute Arbeit. Ich weiß nicht. Also diesen Crash, den muss ich mir echt immer angucken. Ich dachte echt, ich wäre vorbei. Das Speed-Ticket, da müssen wir echt drauf achten. Wenn immer so eine komische Brücke kommt, wo so ein paar Knipsmaschinen hängen, da muss ich aufpassen. Da muss ich, wahrscheinlich bin ich eh zu schnell, mit so einer Vollbremsung nichts mehr. Aber gut, wir fahren mal fort. So, wo ist der Fortfall? So, bitte sehr. Okay, wir haben jetzt 21.900. Ich weiß gar nicht, wie das alles versteuert wird, aber das muss uns ja auch nicht wirklich interessieren. So, haben wir eine neue Mail. Wir haben nichts Neues irgendwie. Können ja schon mal in die Aufträge und das Angebot für nächste Folge gucken. Was haben wir so? Düsseldorf Metz. Wir können ja mal eine weitere Tour. Na gut, es gibt viel Kohle. Allerdings, du bist auch ziemlich lange, glaube ich, unterwegs, ne? Ach, läuft eh in 11 Minuten weg. Oh, nee, das ist mir zu eng. Na, hier nach Rostock, nochmal nach Leipzig, ne? Autoteile von Bremen nach Amsterdam. Bremen nach Amsterdam, Autoteile. Sägespäne, Leipzig, und was die alles hier transportiert wird, das ist unglaublich, ne? Tiefkühlkost von Osnabrück nach Liege. Lüttich wahrscheinlich, oder? Belgien, ich weiß nicht. Ja, gucken wir mal. Da machen wir uns dann in der nächsten Woche im Kopf drum. Ne? Jetzt sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich bin doch wieder mal schweißgebadet, ne? Und das ist Einparken, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Also das, ne? Ich habe ein Problem mit dem verquerten Denken. Ne? Das ist irgendwie, ne? Das ist, ich glaube, das ist genetisch. Ich bin halt Fahrradfahrer. Okay, meine Lieben, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und verbleiben wie gehabt in diesem Sinne. Ab in die Rinne, Freunde. Alter, ich war grad. Ciao, ciao und Grombech und Goldini, ne? Bleibt uns treu, wir sind eine Schissfirma, sagt die Frau immer in dem Film. Grombech und Goldini, ihr seid eine Schissfirma.